Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 1 Director's Cut. Und ja, liebe Leute, wir waren beim letzten Mal hier in der Höhle im Untergrund, sage ich einfach mal. Und wir haben uns den Weg quasi schon durchgekämpft. Wir sind jetzt am Safe-Raum angekommen, wir haben unsere Waffe dabei. Wir haben jetzt die Sechskantkurbel dabei. Und wir befinden uns mitten auf dem Weg, so scheint es zumindest, in eine Einrichtung. Hier sind hier Schlangen. Okay. Daher auch diese gruselige Musik hier. Und diese Soundeffekte. Wir befinden uns kurz vor irgendwas Größerem. Gut, liebe Leute, machen wir einfach mal weiter. Ja, Freitagabend. Nach wie vor, und wir kommen hier immer weiter. Die Höhle ist scheinbar noch größer, als ich dachte. Schaut euch das mal an. Boah, dieser Soundtrack hier, ey. Der macht mich so nervös, Leute. Ich kann es euch gar nicht anders sagen. Was haben wir hier? Was ist das? Ach! Wieder Indiana Jones, okay. Wie war das jetzt? Ja, ja, genau. Ich muss erst wieder hier hin. Da ist nämlich ein Schalter, wie ihr seht. Und wieder Indiana Jones. Jawohl, Leute. Ah, das macht doch Spaß hier. Ah. Bam. Okay. Alles klar, Leute. Jo. Das war die nächste Steinszene. Und ja, jetzt wird es nämlich interessant. Weil ihr seht, wir können hier schon rüber. Was ist das? Nein! Ach so. Ah, doch, das ist sehr wichtig. Schaut mal, Leute. Die nächste Modiskette. Davon haben wir schon eine im Haus gesehen, ne? Ganz genau, haben wir zwei von den Dingern. Und hier ist eine Map vom Untergrund. Wir haben die Karte vom Untergrund. Ja, dann schauen wir uns doch dann mal hier um. Da ist tatsächlich jetzt nicht mehr so viel, ne? Da ist tatsächlich jetzt nicht mehr so viel, aber... Leute, wir haben hier, ihr seht da oben, ne? Das Teil hier, das ist falsch gedreht, also das heißt, das Loch ist oben. Jetzt müssen wir es folgendermaßen machen, wir müssen die Sechskantkurbel benutzen und dieses Loch nach links drehen. Ganz genau, liebe Leute, und weil da ist nämlich ein geheimer Gang versteckt. Dreh bitte weiter, Jill. Ganz genau, liebe Leute. Und, oh mein Gott, ich habe euch noch gar nicht erzählt, was letzte Woche passiert ist. Da haben wir erstmal ein bisschen Zeit zu, weil die ewig dreht. Letzte Woche ist mir tatsächlich fast mein Rechner gestorben. Und, ja, da habe ich schon, da ist mir schon ziemlich nervös geworden. Deswegen auch an einem Tag die verspätete Folge. Aber es war zum Glück nur das Netzteil. Von daher, ja, Netzteil ausgetauscht. Und dann ging es wieder. Boah, das war echt ein Schreckmoment. Vor allem als YouTuber, ey. So, da ist allerdings jetzt eine Tür. Boah, dieser Soundtrack, ey, der ist schon atmosphärisch echt gut. Okay, Rätselraum. Schaut mal. Wir haben hier eine Statue hier drin. Klassisches Resident Evil Rätsel. Und wir haben hier... Schaut mal. Oh mein Gott, schaut euch das an. Da öffnet sich was. Wir brauchen tatsächlich hier... Die Kurbel war das, ne? Wir brauchen hier die Kurbel. Da ist ein sechseckiges Loch. Ja, genau, Jill. Aber... Ihr seht da vielleicht... Hier ist die Markierung etwas anders von den Steinen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber da ist irgendwie leicht was anders. Ich denke, es dürfte klar sein, was wir hier machen müssen. Da man in diesem Spiel nicht ziehen kann, das ist ja hier unmöglich, schieben wir einfach mal die Statue bis dahin. So. Und jetzt können wir hier vor diesem Hexerloch
die Kurbel mal einsetzen. So. Kurbel schön, Jill. Und schaut mal da. Da kommt was raus. Und da müssen wir jetzt eigentlich die Kurbel nochmal benutzen, um das Ding wieder reinzufahren, ne? Ganz genau, liebe Leute. So, und jetzt haben wir tatsächlich, weil wir ja nicht ziehen können. Ist total bescheuert, ey. Aber gut. Jetzt haben wir hier diese Statue hier und können die auf diese weiße Schaltfläche da schieben. Um in das Ding da dran zu kommen, was wir da haben. So, was haben wir denn da, liebe Leute? Da haben wir das Buch des Verderbens Teil 2. Erinnert ihr euch? Im Herrenhaus. Da haben wir auch ein Buch des Verderbens gefunden und da war eine Medaille drin. So, was haben wir hier? Ja. Adler des Ostens, Wolf des Westens. Und? Tada! Schaut mal da! Da ist eine Medaille im Buch. Ganz genau, die Wolf-Medaille. Ein Medaillen von dem zweiten Buch des Verderbens. Ganz genau. Jetzt haben wir nämlich zwei von den Dingern. Und ja, das war im Prinzip das, was wir hier machen mussten. Und ja. Ach, wieder in diese unheimliche Musik hier. Ja, Leute, wie gesagt, wir kommen in einen Bereich rein. Es wird spannend, ich sag's euch. Es wird spannend, wir dringen in einen Bereich ein. So, dann müssen wir jetzt noch einmal noch... Ah, wo ist denn der Speicherraum da hinten? Die Schlangen, ne? Oh, mach diesen Soundtrack aus. Das ist doch viel entspannter hier. Okay, Leute, wunderbar. Gut, Box. Unser letzter Zufluchtsraum hier. So, die Kurbel brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, wir sind gut ausgerüstet. So, wir brauchen die Schrotflinte. Nee, die brauchen wir erstmal nicht. Die Modiskette brauchen wir auch erstmal nicht. Wir brauchen aber das goldene Emblem, beziehungsweise die Medaille. Muss ich erstmal gucken, wo die ist. Da! Da ist sie. Also. Gut. Ein Platz frei. Zwei Medaillen. Lasst uns weitergehen. Und ja. Bin ich mal gespannt, wie das jetzt hier weitergeht. Ich weiß ja schon in etwa, wow, wie das hier weitergeht, aber ich lasse jetzt mal ein bisschen die Atmosphäre auf euch wirken hier. Das ist echt gruselig. Schon schaurig, Leute. Gut. Wir haben einen Fahrstuhl. Boah, echt grausig. Wir haben einen Fahrstuhl und wir kommen nach draußen. Haha, wir sind wieder in der Gartenanlage. Das Hundegejaul im Hintergrund. Die ist zugeschweißt und geht nicht auf. Ja, Leute, wir sind wieder in der Gartenanlage und... Schaut mal da. Wir sind wieder in einem ganz anderen Bereich hier. Die Gartenanlage, da oben sehe ich das Haus. Ach, so nah und doch so fern. Oh, da sind noch Kräuter. Das ist jetzt natürlich... Boah, der Hund rechts im Ohr. Das ist ein bisschen blöd, dass er... Ich lasse sie liegen, kommt. Ja, wobei, wir werden gleich zwei Items los, weil... Schaut mal, Leute. Wir haben hier einen Brunnen. Das Bild eines Wolfs ist hier eingraviert. Eines Wolfs, liebe Leute. Ja, wir haben doch eine Wolfsmedaille. Eingefügt. So, dann... Das ist auch ein bewegliches Teil hier, ne? Wir haben hier einen großen Brunnen. Und ihr fragt euch sicher, was es hiermit auf sich hat. Das Bild eines Adlers ist eingraviert. Wir haben eine Adlermedaille. Und? Baba, schaut mal.
Oh, ja. Leute, hier geht's rein. Schaut mal. Oh, da wollte ich jetzt zwar noch gar nicht runter, Jill. Nein, nein, geh wieder hoch, bitte. Da wollte ich noch nicht runter. Ich möchte erstmal die Kräuter mitnehmen. Ich will da eigentlich gar nicht rein, ey. Verdammte Kacke, aber ich muss. Ja, weil die Giftkräuter, die brauche ich eigentlich gar nicht. Ich habe genug Antigift. Jetzt mal ehrlich. Gut. Dann. Na, nimmst du das nicht auf? Doch, ich wollte schon sagen. Und ja. Liebe Leute, am Mittwoch dieser Woche habe ich auch meine zweite Impfung hinter mir. Bin jetzt voll geimpft und ja, ich kann sagen, die Nebenwirkungen waren am ersten Tag heftig, aber jetzt geht es. Und ja, mittlerweile bin ich wieder topfit hier und ja, man hat doch ein gutes Gefühl. Allerdings habe ich hier bei diesem Aufzug ein ungutes Gefühl. Gut, gehen wir. Gehen wir hier rein. Gehen wir hier rein. Schaut mal, Leute. Tatsächlich. Wir dringen ein. Boah. Schaut euch das an. Oh, diese Musik. Ihr seht's? Labor. Jetzt wird's heftig. Ich will hier gar nicht weiter sein, ey. Um Gottes Willen. Oh, was das für eine Musik hier ist, ey. Die Tür ist verschlossen. Da ist eine Tafel rechts an der Wand. Boah. Notausgang. Okay. Hier kommen wir erstmal nicht. Das heißt, wir müssen hier weiter rein. Okay, da ist eine Leiter. Ja, komm, geh runter, Jill. Ich bin angespannt. Ich bin echt angespannt hier. Eine Kiste! Ja, das ist doch schon mal gut. Eine Kiste kann man immer gebrauchen. Leg bitte diese Kräuter raus. Boah! Gott, ey. Ich bin so angespannt, ne? Es ist unfassbar. Die Kiste ist auch fast voll. Wartet mal, brauche ich die Magnum? Nee, aber ich glaube, ich kann mich erstmal umrüsten. Oh, Leute. Wir dringen ins Labor ein. Oh mein Gott, Leute. Ins Labor von Umbrella. Alles klar. Oh. Zombies. Hallo. Die hören sich ganz anders an, ey. Wissenschaftler-Zombies hier. Hallo? Der will ich verarschen. Nee, der ist tot. Ihr hört's, ne? Die machen ganz andere Geräusche. Noch mehr Kräuter. Wir werden hier echt auf was vorbereitet. Nimm das grüne Kraut bitte mit. Und hier auch. Boah, okay. Ich muss wieder nach in die Kiste erstmal. Und die Kräuter wegbringen. Ich bin angespannt, ey. Es ist echt unheimlich hier gerade. Ich will hier gar nicht sein. Grausig, echt. Echt richtig grausig. So. Wir haben hier jede Menge Kräuter. Das ist auch okay so. Ja. Lasst einfach diese Atmosphäre auf euch wirken. Es ist einfach genial. Okay. Gehen wir weiter. Labor B2. Da gibt es nur einen Ausgang. Okay. Ihr merkt's, ne? Ich bin nervös hier. Echt. So, was haben wir hier?
Eine Treppe und hier hinten irgendwas. Okay, was ist das? Die ist elektronisch verschlüsselt. Verschlossen. Okay. Was haben wir hier? Was ist das? Noch eine Mo-Diskette. Die dritte. Die dritte im Bunde. Was ist das hier? Telefon. Oh, ist das grausig hier, ey. Und vor allem, es wird noch schlimmer. Es wird noch schlimmer. Wir gehen noch weiter rein hier. Jetzt wird es extrem schlimm. Ja. Genau. Schaut euch das an! Nackte Zombies! Um Himmels Willen hier! Nackte Zombies! Ich fasse es nicht! Schaut euch das an, der steht wieder auf hier! So, mach den bitte kaputt, Jill. Oh, ist das unbehaglich hier, ey. Ich will hier gar nicht rein. Oh Gott, ey. Diese Musik, ne, die macht mich echt fertig. Gottes Willen. So, was haben wir hier? Eine Tür. Elektronisch verschlossen. Was ist das? Verschlossen. Hier ist auch was. Ein Passcode-Panel. Wir haben den Passcode nicht. Okay. Boah, ist das... Das ist gemein hier, echt. Also die Musik hier, die ist echt... Boah. Grausig, echt. Was haben wir hier? Das ist ein Schalter. Möchtest du benutzen? Ja, bitte. Es scheint so, als hätte jemand das vor kurzem benutzt. Ein Spiegel, Jill. Ein Spiegel. Was haben wir hier noch? Das ist auf jeden Fall ein verschiebbarer Schrank. Was ist das? Brief eines Forschers. Okay. Am 8. Juni 1998. Liebe Ada. Ada. Wenn du das hier liest, werde ich bereits etwas anderes sein. Der heutige Test war positiv, wie ich es mir schon gedacht habe. Ich fühle mich, als wäre ich verrückt und... Ja, ich fühle, dass ich einer von denen werde. Ada, du bist nicht infiziert und ich hoffe, dass du es niemals sein wirst. Für den Fall, dass du die letzte übrig gebliebene sein wirst... Nimm das Material in dem visuellen Datenraum und geh damit in den Energieraum, um das Auslösesystem zu aktivieren, bevor du entkommst. Und mach all das hier öffentlich durch die Medien. Wow. Wenn irgendwas... Everything is in. Ah. Wenn alles soweit passt, kannst du die Schlösser vom Sicherheitssystem aufmachen. Du kannst das System. Du kannst Zugriff auf das System erlangen, wenn du dich mit meinem Namen am Terminal in dem kleinen Labor einloggst und das Passwort eintippst. Das Passwort ist dein Name. Also Ada. Okay. Um die Tür beim B2 aufzuschließen, wo der visuelle Datenraum ist, brauchst du Zugang mit unseren Namen zuerst und dann das Passwort. Dann ein anderes Passwort. Ich habe den Code unten aufgeschrieben. Ich bin mir sicher, dass du ihn einfach verstehst. Und das hier ist meine letzte Hoffnung. Wenn du mich völlig verändert antriffst, bitte bring mich selbst um. Passwort. Ja. Keine Ahnung, was man damit anfangen soll, aber John.
Gut, was war das nochmal? Unser Name John Ada. Wir merken uns das mal. M. Fisch, Umgrederita 1. M. Sehr kryptisch das Ganze. Und der ist hier anscheinend John Ada. Der ist hier anscheinend auf irgendwas gestoßen und wollte das publik machen. Verdammt interessant. Und schaut mal da, wir können das hier verschieben. So, da ist erstmal nichts, aber wir haben ja da noch so ein UV-Licht. Da ist ein Schalter, willst du betätigen? Ja. Okay, wir haben hier zumindest schon mal Kräuter. Schon mal gut. Gut, Leute. Ah, ich bin echt nervös hier. So, jetzt können wir nämlich auf dieses Bild schauen. Etwas ist da drauf geschrieben. Tree, Apple, Man, Woman. Eigentlich ziemlich eindeutig, ne? Das ist eine Szene von Adam und Eva. Gut. Machen wir das UV-Licht bitte wieder aus. Ist ein Schalter. Willst du ihn betätigen? Ja, macht bitte wieder aus. Und jetzt? Schaut mal. Alles kryptisch. Alles kryptisch. Aber wir wissen ja, dass es Tree, Apple, Man, Woman ist, ne? Und wir hatten eben dieses Muster mit diesem M, mit dem Fisch, glaube ich zumindest. Ja, mit dem Fisch, da die umgedrehte 1 und da wieder M, das normale M. Also haben wir das, wenn wir das übersetzen, haben wir von Woman ist Mitte das M, das also es fängt mit M an, das Passwort. Dann O kommt ja auch bei der Frau vor. O, das war ja der Fisch, ne? Also da, links daneben, da. Im O haben wir die umgedrehte 1, die ist da beim Apple, das vorletzte, also L. Und das normale M ist ein E. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Somit haben wir ein Passwort. Mole. Mole, Leute. Maulwurf. Was haben wir da? Munition. Sehr gut. Die können wir auch gebrauchen hier. Sehr schön. Noch mehr! Ach, geil. Ja, okay, danke. 30 Schuss brauchen wir für die nackten Zombies da draußen. Okay. Mole. Alles klar. Gehen wir weiter, liebe Freunde. Dann können wir hier erstmal nichts mehr machen, glaube ich, oder? Nee. Gut, gehen wir wieder raus hier. Mole, merken wir uns. Okay. Sind wir wieder in dem Bereich hier, wo hier so ein Zombie rumtüppelt, ey. So ein nackter Zombie. Labor B3. Labor B3. Oh Gott! Boah, der hat mich angekotzt. Und die hören sich auch total ekelhaft an, ey. Die hören sich an wie eine Frau, ne? Da ist noch einer. Da! Du triffst ihn natürlich nicht. Da jetzt! Schieß ihn doch ab, Mann! So, jetzt. Oh, zum Glück gibt's hier Auto eben. Oh Gottes Willen, das ist noch mehr. Ja. Nackte Zombies hier. Seid ihr für Versuchsobjekte oder was? Boah, das ist eklig, Leute. Das ist echt eklig. So, was haben wir hier? Wow. Eine Buschtür. Okay. Ja. Das Labor. Wie es hier weitergeht, liebe Leute, sehen wir beim nächsten Mal. Ja, ich weiß, es ist gerade sehr spannend. Es tut mir auch leid, aber die Folge ist voll. Und ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, wie es hier weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Dann würde ich mal sagen, liebe Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter, den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne?
Tschüss.